Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Folge hier bei Kettle und Cops. Ja, heute geht die Ernte los. Hoffen wir, dass es klappt. Sonst haben wir großes Pech. Entschuldigung. Das ist die Cola. Ich habe ja nun die automatische. Nochmal Bäuerchen, den kleinen leise, ne? Nochmal sorry dafür. Jo, wir werden jetzt mal schauen, ob wir starten, ne? Sieht optisch gesehen, Gott sagen, overaktiviert, ne? Er schwimmt, das Ding. Gibt's doch gar nicht. Irgendwann ist jetzt Bucky. Er rutscht ein bisschen nach links, ne? Ohne was tue. Ich muss gucken. Lenkung aktiviert. Achso, haben wir das zugemacht? Nö. Dann bin ich an der verkehrten Taste gekommen. Und angefangen hat er schon. Gut. Auf jeden Fall gedroschen. Das passt schon mal. Aber wie gesagt, es scheint ein bisschen nach links zu schwimmen. Aber wie gesagt, die Lenkung ist aktiviert. Ich brauche da nicht lenken. Das macht alle automatisch. Ich denke, man würde auch sogar im Extremfall sogar 6 km/h für eigentlich die Geschwindigkeit, die wir bei der Ernte gut 16 km/h ist heftig. Bin teilweise sogar schon trocken, ne? Also naja, hoffen wir mal, was für noch Ernten hier. Sieht teilweise nicht mehr gut aus. Regennass und sowas hier. Überreif. Naja, schauen wir mal, ne? Noch erntet er was. Dürfen ruhig. Ich werde mal manuell Gas geben. Um die 9 km/h. War vielleicht doch schon ein bisschen viel Regen gefallen, ne? So, mal Außenansicht machen. Sehr laut. Spur. So. Auf geht's, Junge. In Ansicht. Da sieht man besser aus. Das andere war schon ganz schön. Ja, grau, ne? Ne, Schatten kann es nicht gewesen sein. Denn das war ja dann noch von vorne, ne? Ja, Unkraut habe ich keins gesehen. Vielleicht gibt es auch noch gar nicht. Ja, Tank ist in den roten Bereich, also typisch.
Ja, wir kriegen kein Geld fürs. Das ist leider so. Oh, die Leistung ist heftig. Ja, gut, okay. Kurze Info, 80 Grad. Naja. Aber beides. CPU und GPU. So, da zu berechnen gibt, weiß ich auch nicht. Also wir hätten nicht länger warten dürfen mit der Ernte. Das sieht schon, das sah schon einmal recht ungünstig aus. Ob das ja, sich im Ertrag auswirkt, keine Ahnung. Auch wegen der Feuchtigkeit und so kann man nicht sagen, ob das jetzt passt oder nicht passt. Ne? Ist ja keine Anzeige für. Ah, nee, nee. Zwei Kilometer, was ist damit gemeint? 13 Stunden. Immer hoch. Ich glaube die Hälfte. Wir müssen auch noch zwei Bahnen machen können. Hier runter. Da lenkt der automatisch normalerweise. Oder zwei Stück auf dem Feld. Der andere ist die Zeit, die wir jetzt schon nutzen. Die 15 Minuten erst nachher. Um 6 Uhr hatten wir mal gekauft. gekauft. Ausgeliehen. Und jetzt haben wir bis 10 Uhr Zeit, die Ernte abzuschließen. Jo. Hauptsache der Tank reicht aus, ne? Die 3 ist das größte Feld, was wir haben. Ja. Morgen ist bei mir Donnerstag. Blödes Morgen, wir haben noch eine Sicherheitsbesprechung wegen Arbeitsschutz ab 13 Uhr. Das wird sich auch sicherlich 1 bis 2 Stunden hinziehen. Passt mir gar nicht. Aber da schlafe ich im Stuhl ein. So. Mengenmäßig 80%. Was ich hier ist ja links, ne? Ja, das ist ungünstig. Links heißt mal ausmachen. Wir machen erstmal leer, weil dann sind wir mittendrin. Oder? Halt voll ohne hinfahren, ne? Lenkung. Mal zurückfahren und ein bisschen mitnehmen, sonst haben wir hier
was stehen bleibt, ne? Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja ein bisschen mehr, dass nichts stehen bleibt, ne? Gehen wir in die Innenansicht. Außen ist es ziemlich laut. So. Ach, was gebe ich für einen großen Drescher, ne? Gut, bei unserem kleinen Feld hat das sicherlich eine Kostenfrage auch. Mein gut, dass wir schon ein Schneidwerk haben von 12 Meter und 30. Das ist schon nicht schlecht. Aber in der ersten Bahn ein bisschen weniger geerntet. So. 70%. 98. Also mal kurz Lenkung ausmachen. Und dann mal die Grafik ist immer ganz ja, gewöhnungsbedürftig, ne? Wenn er sie umschaltet von nach innen und außen Modus. Entschuldigung. So. Ja. Trockenernte. Stellt sich die Frage, was kommt, was wollen wir aussehen zum Herbst? Ja, ein bisschen später wird es ja, ne? Sonst ist es ungünstig. Ja, nächstes Mal muss ich tellern. Da muss ich schauen, dass ich ein kleines Feld zeige und dann die Rest. Ja. Alleine machen wird, ist eine ziemlich eintönige Arbeit. Das dauert auch lange. Nicht so praktisch, nicht so prickelnd, sagen wir so. Interessant. So, wir werden uns kurz die Einrichtung einfahren. 18.000 gehen rein im Anhänger. Das ist nicht viel. Muss ich kurz mal. Oh Mann. Woraus? Da wir sehen können, wie weit wir fahren können und müssen. Ach, da oben wieder aktiviert. Hab ich das gemacht? Wahrscheinlich. Ach so, weil ich ja erfolgt. Macht der Gewohnheit. LSO Rohr ausfahren, ne? So, das müsste passen. Denk mal schon. So. Das läuft. Oh, manchmal bin ich richtig müde. Gibt's doch gar nicht. Jo, voll gleich nicht alt. Aber ich möchte heute so diese Folgen abschließen. Ich habe es mal vorgenommen, ne? Das ist ja halt so, ne? Irgendwann hast du einen festen Rhythmus und dann mal zeigen und mal nicht zeigen ist ungünstig. Sei denn, man ist wirklich krank oder so, dass man nichts machen könnte, dann würde ich da eine Entschuldigung schreiben, ne? Und einen Krankenschein nachliefern. Aber da muss ich schon richtig krank fühlen, ne? Und wenn ich krank geschrieben wäre, hätte ich auch genug Zeit, ne? Denn im Großen und Ganzen
Bremse. Da hat er mal Bremse aktiviert, sonst wird das nichts. Dann bergab. Achso. Bergab. Rollt er, ne? Ohne Bremse. So. Zurück zum Feld. Vollgas. Brauch aber auch Sprit, du. 62 Liter. Schon heftig. Naja, ist ein großes Gerät, ne? Muss ja etliches schieben, ne? Und der Motor wird entsprechend auch schlucken. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Für die heutige Folge. Ja, was hier? Was stehen gelassen? Das nehmen wir mit. Immerhin, ne? Ja, dann sagen wir tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier in. In ist gut. Hier in Verkettel und Kopf. Oh, dickes Danke fürs Einschauen. Tschüss.